Schlagen, treten oder würgen. Fast alles ist erlaubt, allerdings nur beim sogenannten Cagefight. Die besten Kampfsportler haben sich dabei im Wiener Gasometer den ultimativen Kick gegeben. Jan Birkan war bei den Käfiggladiatoren mit dabei. Thai-Boxen, Ringen oder Jiu-Jitsu. Bei der sogenannten MMA bedienen sich die Akteure möglichst vieler Kampfsportarten, um im eingezäunten Ring zu bestehen. Ausdrücklich verboten sind nur Beißen und Augenstechen. Ansonsten zählt im Ring das Gesetz des Stärkeren. Es ist ein eigenes Gefühl, ein Adrenalinkick. Muss man selbst erleben, ich kann es nicht beschreiben. Super, es gibt nichts Besseres auf dieser Welt. Es gibt wirklich nichts Besseres auf dieser Welt. Zum Publikumsliebling im Wiener Gasometer avanciert mit Fadi Merzer allerdings ein Thai-Boxer. Die Faszination des Freefighting geht aber auch am dreifachen Weltmeister nicht spurlos vorüber. Das reizt mich sehr, ich bin ein großer Fan von MMA und das werde ich auf jeden Fall im Sommer machen und Ende des Jahres wahrscheinlich einen MMA-Fight. Diese Premiere hat Jasminka Ziewe schon hinter sich. Die 28-jährige Sportstudentin holt sich bei ihrer Bodenkampfpremiere gegen die Ukrainerin Olga Denisenko gleich ihren ersten Titel.